Dann gucken wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Ich habe gerade die ganze Zeit da überlegt. Ich habe kurz Pause gemacht, was getrunken. Ich hatte noch. Warte mal. Kriege ich es noch zusammen? Ich hatte gerade den Gedanke, wo ich mir dachte, so, wenn das. Ich habe ihn gleich wieder. Ich komme gleich wieder drauf. Vielleicht komme ich wieder drauf. Ich hatte gerade noch so einen Gedanke in der Pause. Nicht gut. Oh nein. Sie sind hier. Was machen die Vermeide hier? Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? Ja, wird lustig. So viel zu vermeide jeden Kontakt. Kann ich noch mal kurz zurück? Wow. Nein, Eloy, hör auf jetzt. Noch mehr? Nee. Doch. Eine. Na? Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, was hier noch alles, ne?
sehen zwar nicht, aber. Na komm. Oh. Ha. Was? Das war der letzte. Was? Ich wiederhole. Oder auch nicht. Was? Aber jetzt bitte, oder? Im Moment jedenfalls. Dann setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Oh. Wow. Doch, ich glaube, jetzt ist Ruhe, oder? Ich glaube, jetzt ist Ruhe. Ich kann noch looten, die haben bestimmt noch so Dia-Zeugs. Ja. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, ein Wagen wäre cool. Ist hier irgendwas? Da oben ist noch irgendwie Stuff. Wäre jetzt was zum Anhören ist jetzt hier nicht, ne? Nee. Schade. Noch schnell noch mehr, oder? Ne, hier ist was zum Anhören. Was sind das? Okay. Immer wieder nur ein Textding. Schade. Das Symbol war. War das nicht das Wissensding? Das Wissens? Hallo, oh, Alter. Ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Oh. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia Zalos Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut in Hand und Bein. Ihre Hand. Somit ist Hephaestus keine Warte mal ganz kurz. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, das macht der den Hammer schwingt. Kodiert als Software. Oh. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. Sani, warte mal ganz kurz. Die ist gleich fertig mit Reden. Dann gucke ich. Moment. Moment. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja. Lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich verstehe es nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschinen waren nicht immer so wütend. Nee. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig bis vor 10, 15 Jahren. Jahrelang hat Hephaestus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Ich habe es selbst gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster, ein Donnerkiefer. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. Naja, da muss er Hades irgendwo mit reingekrätscht haben. Sunny, echt, jetzt bist du ruhig? Wirklich jetzt? Mit dem Gespräch rumbellen und dann Ruhe? Okay, ich gehe mal weiter. Ich traue ihr nicht. Welt safe gleich wieder.
Ja, sowas passiert natürlich immer wieder mal. Ne? Kann man nichts machen. So, Alter, wir lesen hier erstmal was. Oder nicht? Ich dachte, wir hören was an, wollte ich sagen, aber so das. Was habe ich schon mal gesehen. In Brutstätten. Aber natürlich. Die Geburtsorte von Gaias Maschinen. Ich gehe extra langsam und vorsichtig, weil ich nichts verpassen will. Da unten war ich gerade, ne? Wissenszeug ist hier nirgendwo eingeblendet auf der Karte. Ach, jetzt bin ich hier oben. Ah ja, okay. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wir kommen nicht rein. Es muss einen Weg hineingeben. Hä? Such weiter. Wieso komme ich da nicht rein? Wieso nimmt Eloy jetzt automatisch ihren Bogen in die Hand? Eclipse. Sei vorsichtig. Oh ja, mehr. All diese Daten verloren? Das größte Geschenk unserer Vorfahren. Das größte Geschenk? Und was ist mit unserer Existenz? In Unwissenheit zu verharren ist ein Fluch, Aloy. Gerade du solltest das wissen. Okay. Ist also so düster, ich sehe halt auch so wenig, ne? Wow. Ich hab's eigentlich, hätte ich das jetzt ahnen müssen. Noch mehr Leute, die ich jetzt nicht getriggert habe? Nee. Ich hätte so eine Waffe mitnehmen können, so eine große, ne? Die jetzt ein bisschen herzuschleppen ist halt ein bisschen. Hm. Habe ich noch. Ich hab fertig keinen Punkt. Speerangriffe schlagen viel. Das brauche ich nie unbedingt. Da hätte ich mir jetzt die große Waffe mitgenommen, ne? Boah, ich muss echt erst da runter jetzt. Von hier oben hätte ich das so cool machen können, aber nie. Komme ich jetzt auch nicht hin. Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies. Und das ist das, was auch nicht funktioniert hat. Ich bin Samina Ebati. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neutea. Das hören die da hinten auch überhaupt nicht. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist aus diesem Grund die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller Welt bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabytes Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien.
Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und last but not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne. Für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo. Die nach und nach heuristische Lernmodule freischalten und so das Wissen und Können erlangen, das sie zur Kontrolle des Terraforming-Systems brauchen. Das ist die Zukunft, auf die wir das unsere ganze Arbeit ausrichten werden. Das hat halt nicht funktioniert. Nicht nur auf den Erhalt der Vergangenheit, sondern auf das Saatkorn für einen neuen, blühenden Baum des Wissens. Willkommen. Nun beginnen wir. Das hat ja auch nicht funktioniert, aber warum hat es nicht funktioniert? Das ist natürlich die große Preisfrage. Ich werde das jetzt hier vorbereiten. Oh, nach der Krabbelt, Alter. Ich werde es hier vorbereiten an dem. Da hinten sind noch mehr. Nehmen halt lieber die, die machen mehr Schaden. What? Blut erfüllt. Aha. Aha. Komm. Gönn dir. Ach, ist der letzte schon. Nice. Das war meine andere Taktik. Hat auch funktioniert. Ja, besser als im Nahkampf. Also wenn ich jetzt an mich erst ranlasse. Das war der letzte. Wieder allein. Der war gut. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Ja, gut, der hängt hier an der... Ah. Ah, Schmerz. Das sieht schmerzhaft aus. Oh, wie schön, wie es die alle zerlegt hat. Oh, so gut. Ja, die Taktik war gut. Die Taktik kann man machen. Da kommen wir safe noch mehr, wenn ich da hochgehe, oder? Rein aus Vorsicht. Maßnahmen heraus. Ich habe dieses Bedürfnis gerade. Mehr gibt's ja nicht im Raum, oder? Na, oh, die Datei, geil. Hau raus. Bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. General, nicht Admiral. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten
und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt? Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung um Tage oder Wochen durch noch mehr Todesopfer. Ich habe die Hoffnung, dass in der zukünftigen Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie mir besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser zukünftigen Welt sind und diese Nachricht hören, sollen Sie wissen, dass es mir leid tut und ich Ihnen alles Gute wünsche. Hochachtungsvoll, Aaron Harris. Das war cool. Das war die erste Nachricht, die an uns, an die Zukunft geschickt, so, weißt du, so an die zukünftige Bevölkerung geschickt wurde. Die neue Generation dann. Das war cool. Das war ziemlich cool gerade. Da hinten muss ich hin. Warte mal, da sehe ich ein Hades-Symbol da hinten. Oh oh. Ich lasse die Teile hier, ich ahne gerade Schlimmes. Hey, wie soll ich da hinkommen? Hey, wie soll ich da hinkommen? Spiel? Von hier aus. Hoch. Das ist Hades, oder? Das ist Hades-Symbol gewesen. Willkommen bei Hades. Jetzt bin ich gespannt. Theodons sicheres Vernichtungsprotokoll. What? Die ultimative Killer-App. Das wollte ich, das war... Entschuldigung. Ja, Sie denken bestimmt... wollte ich nicht. Der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Ja. Was soll also diese Unterfunktion, ja, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Hä? Ich meine, wie bitte? Ist ja, doch irre, wie bitte? Oder? Ja. Tja, nein. Gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und Ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1 Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass Ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was Sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades. Das Feld zu überlassen, damit er das macht, was Sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann, und nur dann, überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem, ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen in der Leere. Okay, wenn das also der eigentliche Zweck von Hades ist, warum will er mich dann vernichten? Wir brauchen mehr Daten. Und wie ist er im Wrack eines Ferrotitan gelandet, der von den Eklipse wie ein Gott verehrt wird? Ich weiß genauso viel wie du, Aloy. Such weiter. Okay, der Grundgedanke, ja. Ja, klar. Der ist nicht verkehrt. Aber trotzdem, das ist so ganz böser Beigeschmack. Ganz mieser Beigeschmack.
Das ist aber Hades. Warum hat er dann, warum macht er aber dann das jetzt? Wurde er korrumpiert? Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Ob er korrumpiert wurde? Ist das hier das, wofür ich es halte? Ja. Künstliche Gebärmütter. Ja, das ist es. Maschinen, die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Willkommen bei Illuthia, Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktionen. Denn durch Illuthia wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ich bin Patrick Brochard Klein, leitender Alpha dieses Programms. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Illuthia ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Die genetische Quintessenz unserer Spezies unverändert. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 und dem Relay-Vertrag von 2048 entsprechen. Das erscheint bizarr. Vielleicht sogar trivial in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände, aber als einer der Verfasser des Vertrags ist es für mich keinesfalls trivial. Die praktischen Herausforderungen sind gigantisch in Umfang und Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Nein. Globaler Abgleich und Aufbewahrung der Zygoten, Perfektion exogener Technologien, Entwicklung perfekter Dienstprogramme. Für die Versorgung und Prägung während der frühkindlichen Entwicklungsphase, all diese Programmkomponenten müssen sich perfekt ergänzen. Ganz zu schweigen vom dringenden Bau von Ursprungsanlagen an Standorten auf der ganzen Welt. Also, wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Aber warte mal. Das heißt, diese Funktion hier muss eigentlich funktionieren. Also die, nicht nur die Funktion, dass die neue Generation quasi geboren wird, sondern auch die Funktion, dass sie großgezogen wird. Das Problem ist, sie haben nicht das Wissen bekommen, was sie hätten bekommen sollen. Ne? Aber es muss ja trotzdem eine erste Generation Menschen gegeben haben, die dann rausgegangen ist. Die sich eigenständig vermehrt hat, natürlich dann wieder alles drum und dran. Weil, wenn du jetzt hier ein Baby rausholst, und dann? Wie Aloy vor die Tür legen? Bringt's nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also es muss danach noch, nach diesem Prozess noch irgendwie weitergegangen sein. So ein Textdokument. Sind die noch intakt? Die sind noch intakt. Die ist leer, oder? Ne, die ist auch nur überwachsen. Die ist definitiv aus, aber die ist noch... Die ist noch relativ... Kann man da nicht mal drüber fischen und gucken, wie ist das... Was... Also so... Geht so nirgendwo weiter. Also das ist dort oben. Ich dachte, da unten ist was. Ich versuche gerade für meinen Kopf das so hinzukriegen, ab wann es halt nicht mehr funktioniert hat. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter... Ja. Eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Einzugehen. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha Registry. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Dann wird Aloy auch sie rausfinden, wo sie halt herkommt.
Könnte sie eine der letzten sein, die aus solchen Kammern halt, ne? Ich muss nach oben. Okay.